Wenn ich mich an meine Zukunftsvision, wenn ich mich daran orientieren sollte, dann würde ich mich vor allen Dingen an diesem Wort, was ich gerade schon gesagt habe, der inklusiven Demokratie orientieren. Und zwar eine Demokratie, die wirklich allen Menschen die Möglichkeit gibt, an politischen Entscheidungen teilzuhaben und auch dann Einfluss zu nehmen, wenn sie es wollen. Also dazu gehört für mich zum Beispiel auch neben der direkten Demokratie das umfassende Wahl- und Abstimmungsrecht auch für Menschen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Dafür gehört für mich, dass Menschen mit Behinderungen an politischen Entscheidungen teilhaben können. Es gibt zum Beispiel gerade diese Initiative des Berliner Behindertenparlaments, aber ich würde mir viel mehr Menschen mit Behinderungen unterschiedlichster Art auch im politischen Betrieb wünschen. Und das halte ich deswegen für notwendig, weil wir uns gerade in einer Zeit befinden, das wissen die Grünen, glaube ich, viel besser als viele, viele anderen, in der es wirklich um ganz knallharte Zukunftsfragen geht. Also Klimawandel, Wohnraum in der Stadt, Integration von Geflüchteten und so weiter. Das sind alles ganz, ganz wichtige Fragen und da muss es auch Debatten geben und auch manchmal in der Sache harte Auseinandersetzungen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass ja, Parlament, Regierung, Verwaltung und BürgerInnen halt auf Augenhöhe wirklich die Möglichkeit haben, zusammenzuarbeiten. Und da spielen Beteiligungsmodelle eine ganz wichtige Rolle. Und wenn die zum Beispiel auch konsequent und ja, ehrlich umgesetzt und gelebt werden, dann ist das wahrscheinlich sogar auch der Garant dafür, dass es gar nicht so wahnsinnig viele direktdemokratische Verfahren an der einen oder anderen Stelle gibt. Aber dennoch muss es die auch geben und zwar auch gut ausgestaltet. Und mein Wunsch wäre auch, weil es da oft Vorbehalte gibt, dass direkte Demokratie und parlamentarische Demokratie nicht als Gegenpole gesehen werden, sondern tatsächlich als Entscheidungsform, die sich auch ergänzen. Wenn ich an die zentralen Hürden und Herausforderungen denke, ich arbeite ja, wie gesagt, auch selber in der Verwaltung und da fällt mir oft auf, dass ja, Bürgerinnen und Bürger oft noch so als Bittsteller wahrgenommen werden, oft nervig sind und Partikularinteressen und das große Ganze nicht vertreten. Also ich schildere gerade die üblichen Vorbehalte und manchmal ist es auch so tatsächlich, aber halt nicht immer. Viele, viele Bürgerinnen haben wirklich richtig, richtig gute Ideen und wollen dazu beitragen, diese Gesellschaft zu gestalten und dafür muss es dann natürlich auch die entsprechenden Instrumente geben. Ich finde, das, was Anne gerade gesagt hat, zum Thema Demokratie und Resilienz, finde ich, passt da ganz gut, weil das auch dazu beiträgt, dass halt dieses Gefühl der Ohnmacht, der Politik und Verwaltung, die da oben, das System auch ganz klar entgegenwirken kann. Gerade in den letzten Wochen hat sich ja ganz schön viel getan in Bezug auf die direkte Demokratie in Berlin. Also wir haben eine Reform des Abstimmungsgesetzes eingeleitet. Auch auf Bezirksebene tut sich ganz schön viel, aber trotzdem haben Verfahren der direkten Demokratie immer noch einen sehr schwierigen Stand. Also weil einfach da noch Einzelheiten fehlen, die sicherlich noch dazu beitragen könnten, sie zu verbessern. Also ich denke da zum Beispiel an fakultative Referenden beispielsweise oder auch die Ausweitung von Themen. Die Volksbegehren zu Abgaben beispielsweise sind immer noch nicht möglich. Dann müssen wir auch über Quoren sprechen, über die Quoren bei Verfassungsänderungen insbesondere und in den Bezirken beispielsweise auch von der Rechtswirkung bei Bürgerbegehren. Es gibt noch viele andere Baustellen außerhalb der direkten Demokratie. Ich finde zum Beispiel auch, dass es viel mehr Infos in leichter Sprache geben muss für Menschen mit Behinderungen bzw. Lernschwierigkeiten, was ja auch wiederum Menschen mit Migrationshintergrund helfen würde. Und insgesamt eher so dass man wegkommt von der Haltung, dass der Bürger zum Amt kommen muss, sondern dass es eher umgekehrt halt ist. Konkrete Maßnahmen bis 2026 waren auch noch angefragt. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, die Einführung des fakultativen Referendums. Können wir gleich noch drüber sprechen, was genau das ist. Und halt dieses ganze Thema barrierefreie Digitalisieren, also auch um Online-Volksbegehren beispielsweise möglich zu machen. Und mehr Demokratie ist da natürlich wie immer auch in der Vergangenheit schon gerne immer beratend als Ansprechpartner tätig. Danke.